Also 1944 hatte die Gestapo eine Aktion gemacht, um alle Chinesen, die noch hier in Hamburg waren, schlagartig auf sofort zu verhaften. Im Morgengrauen, wie gesagt, bei Nacht und Nebel, wurde an die Türen geklopft, dann wurden sie raus, wurden verhaftet und kamen dann hier erstmal nach Fuhlsbüttel. Und das waren also so, wie wir also rausgekriegt haben, 129 Chinesen. Und die meisten davon waren Kantoneser, die sowieso sehr schwächlich von der Figur und von der Statur her waren. Und die wurden dann erstmal praktisch dafür gehört und teilweise auch im Winter war es noch sehr kalt und so, dann wurden die draußen aufgestellt im Hof zum Appell und mussten sich bis auf die Unterhose ausziehen, wurden dann mit nassem Wasser, kaltem Wasser abgespritzt und dann mussten so lange stehen bleiben, bis sie umgefallen sind. Und da sind natürlich etliche schon gestorben an Lungenentzündung. Die haben dann gleich Fieber gekriegt und hohes Fieber. Und der Rest wurde dann auf verschiedene KZs bzw. Gefängnisse verteilt. Und die Stationen von meinem Vater waren extra Fuhlsbüttel, dann Holzenkassis, dann Stendal, dann wieder Fuhlsbüttel und dann über Kiel-Hassel.